Ja, hallo und herzlich willkommen zurück, meine hochverehrten Zuschauerinnen und Zuschauer, zur letzten Mordschau für diese Saison. Denn gerade war ja der 9. Spieltag eigentlich schon letzte Woche, aber am Wochenende war ja auch die DM-Vorrunde, da habe ich die lieber live kommentiert, so ein bisschen, oder ja, meinen Senf dazu abgegeben aus dem warmen Sessel hier. Deswegen komme ich erst jetzt dazu, die Mordschau aufzunehmen, also erstmal die erste Liga und dann auch noch die zweite Liga. Und die Tor des Monats-Sendung, da habe ich ja auch die Auslosung noch gar nicht gemacht. Das mache ich dann vielleicht zusammen in einem Video mit der Verlosung zum 8. Spieltag und dann nochmal die neue Vorstellung der Kandidaten vom 9. Spieltag dann. Aber das dauert dann sicherlich noch ein paar Tage länger. Ja, jetzt haben wir hier den ersten Mord, ohne lange zu fackeln. Der stammt aus der Begegnung Berlin-Slaughter Lake gegen die Leipziger Löwen, also die beiden Aufsteiger gegeneinander, die aber diese Saison sehr gut performt haben beide. Und wo sie dann am Ende in der Tabelle gelandet sind, das sehen wir dann hinterher. Wie immer in der Zusammenfassung, hier jetzt die Partie an Brett 1 zwischen Dennis Dobranis mit Weiß für Berlin-Slaughter Lake und Sojin mit Schwarz für die Leipziger. Und hier hat er schon mal einen interessanten Angriffspunkt für diese Ausdehnung gefunden. Das geht natürlich wahrscheinlich, wenn hier ein Stein steht und irgendwie die Treppe läuft. Vielleicht auch in die Richtung. Schauen wir mal, wie es hier weitergeht. Das war noch nicht das Entscheidende hier, aber war schon mal ganz interessant. Jetzt möchte man den Schwarzen da unten natürlich nicht verbinden lassen. Dann geht das so, aber dann wird man doch noch ziemlich zusammengedrückt. Und hier muss man auch gucken, ob das überhaupt geht. Könnte sein, dass man sich jetzt hier nicht durchtanken kann. Bin ich aber auch nicht ganz sicher. Wenn man sowas spielt, so, dann geht sicherlich hier das, ne? Aber dann könnte eventuell auch dieser Stein wieder angebunden werden. Oder diese zwei Steine. Also wenn da jetzt irgendwie sowas kommt und sowas, dann wüsste ich nicht, was da am Ende rauskommt. Sieht jedenfalls ziemlich wild aus. So, was haben wir hier in der Partie gehabt? Da hat Weiß einfach hier weitergespielt, ja, und versucht in der Ecke irgendwie zu leben. Und da dann auch noch angelegt, ich weiß nicht. Das Problem ist, dass man so wahrscheinlich immer noch nicht ganz lebt, ne? Das sieht aus, als wäre es das Problem, ja. Und das hat Weiß dann vielleicht versucht, hier ein bisschen, ja, sich ein bisschen mehr Augenraum zu erheischen. Und Schwarz hat dann gleich mal hier die Keule ausgepackt. Also sowas hier geht jetzt natürlich dann auch nicht mehr, weil man muss dann hier zurückkommen. Und dann hat man nichts gewonnen. Im Gegenteil, jetzt ist das nur ein Nachhandauge noch. Kann Weiß so also auch nicht machen. Ja, ist schon ein bisschen schwierig geworden jetzt hier, ne? Hat da sofort angelegt. Ich denke, es wäre besser gewesen, dann doch erst einmal zur Seite zu strecken. Jetzt muss Schwarz ja auch irgendwie hier was spielen. Das droht dann hier immerhin. Oder gewinnt das Semi-Ei hier ja. Ne? Also da kann man zwar einwerfen, aber das Decken hilft auch nicht. Weil Weiß kommt ja von der Seite genauso gut nicht ran. Also Schwarz hat das dann irgendwie wohl gewonnen. Aber vielleicht hilft ja dieser Runterzieher hier mal, um da zu leben. Müsste man dann halt jetzt gucken, ob man jetzt vielleicht mit dem Anleger was macht. Aber man hat auf jeden Fall so ein bisschen mehr Argy hier in der Ecke. So, das haben sie nicht gemacht. Weiß hat sofort da gespielt und Schwarz hat dann eben auch hier gespielt. Und jetzt ist der Stein auch verloren. Das ist dann hier schon doch ziemlich groß für Schwarz. Und eigentlich schon der erste Mord. Und auch das würde ich sagen, womit es jetzt hier in die schon berechtigt in die Mordschau kommt. Jetzt geht die Partie halt so eine ganze Weile so weiter. Hier, diese weiße Gruppe ist auch noch gefährdet, aber die schwarze Ecke hier ist erstmal lokal zumindest tot. Aber da geht jetzt erstmal wahrscheinlich nichts. Man weiß es nicht. Da ist noch RG, ja. Die weiße Gruppe wird jetzt hier eingeschlossen und naja, jetzt ist es, denke ich mal, ein Semi-Ei. Hier kann man, glaube ich, runterziehen, ne? Weil mit dem Atari hier kann man immerhin die
Stein hier fangen. Und wenn hier jetzt nichts geht konkret, dann wäre das wahrscheinlich auch besser gewesen. So wie Weiß hier gespielt hat, kann Schwarz dann nochmal rausziehen. Dann muss Weiß ja hier das Auge verhindern. Und dann sind das nochmal ein paar extra Freiheiten. Ihr ahnt wahrscheinlich schon, worauf es hinausläuft. So, und diese ganze Gruppe hier hat jetzt auch nur ein Auge, ne? Nach welchem Zug eigentlich? Nachdem das irgendwo hier mal diese Freiheit weggenommen wurde, hat Schwarz diesen schönen Zug gefunden. Und Frieda trippelt dran. So, und das wirkt ein bisschen komisch. Hier würde ich ja schon dann gerne einfach auf den vitalen Punkt gehen. Und dann muss Weiß erstmal zeigen, wie das hier ein sicheres Auge wird. Wahrscheinlich wird es das. Relativ einfach. Aber so zum Beispiel ja wahrscheinlich dann doch nicht, ne? Also das ist schon sehr kritisch hier für Weiß. Schwarz hat hier aber den gespielt und dann hat Weiß immerhin die Möglichkeit, irgendwie zwei Augen zu machen. Auch wenn das jetzt ein bisschen unangenehm ist, dass Schwarz einfach so untenrum verbinden kann. So, dann geht Schwarz da rein und hier. Wieder, komm her. So, ich weiß nicht, ob ihr eben wie das Parkett-Stepptanz gehört habt, aber jetzt ist sie dabei. Jetzt machen wir die Mordschau zusammen, Frieda, komm. Ja, du willst raus, ne? Nee, wir bleiben erstmal hier. So, ja, Schwarz, denke ich, steht schon einfach gut. Und da ändert sich eigentlich auch nichts mehr dran, aber es wird trotzdem noch spektakulär. Hier gibt es so ein bisschen Freiheitsnot für Weiß. Weiß lässt sich da aber erstmal nicht von beunruhigen und nimmt dann noch ein paar Steine am Rand mit. So, und jetzt geht's hier zur Sache. Nach dem Zug hier, ja, sieht es ja so aus, als würden diese vielen Freiheiten hier hinten reichen, ne? Was Weiß vielleicht hätte machen können, aber auch, was auch nicht zum Sieg gereicht hätte, wäre mal da anzufragen. Da droht ja irgendwie hier vielleicht nochmal die Ecke reanimiert zu werden. Wenn Schwarz dann hier spielt, dann kann man wahrscheinlich schon hier spielen. Und so, dann hätte Weiß sicherlich hier nochmal irgendwie vielleicht eine Freiheit extra oder so. Aber so richtig bringt das, glaube ich, auch nichts. Ja, Weiß hat jedenfalls einfach hier gespielt. So, hat hier jetzt gespielt. Schwarz geht erstmal dahin, weil sonst könnte Weiß ja auf D19 spielen und Schwarz könnte nicht anbinden, weil die dann immer noch auf Atari wären. So, und jetzt kommt hier das Semi-Ei. Und Schwarz braucht jetzt eben hier diese Steine hier hinten nicht decken. Nimmt einfach weiter Freiheiten. Und ja, jetzt sieht es halt so aus, ne? Dass das einfach ein Auge ist und Weiß kommt da nicht mehr ran. Und diese große Gruppe ist dann auch noch gestorben. Ja, aber ich denke, das war ja kalkuliertes Risiko von Weiß. Man musste halt hier was fangen, um vielleicht doch noch irgendwie Hoffnung zu haben, was aus der Partie zu machen. Aber dass jetzt diese ganze Gruppe dabei stirbt, ist natürlich dann ja, schön für uns, ne? Auf jeden Fall nochmal spektakulär. Gut, ich hoffe, dieser Mord hat euch schon mal gefallen. Gehen wir dann gleich mal zu Mord Nummer 2. Ja, und der zweite Mord stammt aus der Begegnung Darmstädter Elche gegen die Zebra-Pinguine Berlin. Und das war hier die Partie an Brett 3 zwischen Arvid Pittner für die Zebra-Pinguine mit Schwarz und Micha Marz mit Weiß für die Elche. Ja, tierische Angelegenheit. So, hier hat Weiß jetzt da angelegt, dass war schon nicht ganz so gut, glaube ich, in dieser Stellung. So schwach sind die Steine hier nicht, dass man da schon irgendwie sich ja, um Augenraum vielleicht Angst, Sorgen machen muss. Und irgendwas hier oben in die Ecke oder hier angreifen, denke ich, sieht besser aus. Und ein Grund, warum das nicht gut ist, ist, dass Schwarz jetzt einfach hier durch ja, trennt. Und ja, das Reinstechen hier, da gibt es halt diese Problematik, dass Weiß da zwar eventuell einen Stein in der Treppe fangen kann. Funktioniert die überhaupt hier? Die würde so gerade an dem vorbeilaufen, ja. Aber wenn Schwarz wie in der Partie hier spielt, nämlich da,
Dann Trent weist das zwar ab, aber irgendwie ja, bringt ihm das ja nicht so viel, weil hier unten ja sowieso schon ein relativ, ja, also ist zwar noch ein Loch drin in dieser Ausdehnung, aber eine Stellung von Weiß ist, die man nicht so ganz einfach angreifen kann. Wenn man hier jetzt mit dem nächsten Zug, wenn Weiß jetzt in der Partie, Schwarz wie in der Partie hier rausgeht am linken Rand und man jetzt hier den einen Stein vielleicht klemmen könnte oder ähnliches, dann wäre die Sache vielleicht schon eine ganz andere. Aber hier, denke ich, sieht das ja doch relativ gut aus für Schwarz. Auch wenn der Rand jetzt nicht unbedingt vorrangig ist, um da was aufzubauen, weil das ja auch schon hier flach und tief steht. Flach und tief. Flach und sicher. So, Schwarz biegt um und Weiß schneidet. Das ist vielleicht auch nicht ideal. Da schön einen auf dem vitalen Punkt. Ja, und jetzt muss er den Schwarzen irgendwie in die Richtung drücken. Und für diese Steine wird es hier schon sehr, sehr eng. Und da die jetzt hier versucht haben zu leben und das wohl auch schaffen, aber es sieht so aus, als wäre das nachher, ne? Also musste er ja nochmal spielen, ja. Selbst mit dem Atari, denke ich, muss man da nochmal zurückkommen. Sonst, ja, also wenn er irgendwie hier spielt, im Zweifel spielt Weiß das, im Zweifel spielt Schwarz das dann einfach so. Jetzt kann man ja hier zwar spielen, aber dann kann man dieses, Umbiegen hier nicht mehr blocken, weil das ja die letzte Freiheit war. Und man kann die sicherlich auch einfacher töten. Also irgendwie vielleicht mit sowas, ne? Geht halt auch irgendwie. Da weiß ich schon wieder nicht mehr. Doch, geht auch. Also so, so. Dann muss man verhindern, dass die sich hier anbinden. Dann kann man auf der anderen Seite die Augen kaputt machen. Also so, so, so zum Beispiel. Da muss man nur gucken, dass diese weiße, dass diese, jetzt wechsle ich schon immer Weiß und Schwarz wieder. Da muss man halt aufpassen, dass diese schwarze Gruppe außen nicht irgendwie in zu große Freiheitsnot kommt. Also Weiß musste da jetzt dann nochmal spielen. Hat er ja auch gemacht. Aber jetzt kann Schwarz da eben schneiden und ja, jetzt hat Weiß hier wieder die nächsten zwei schwachen Gruppen. Und ja, so, 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 jetzt spielt er da. Und jetzt nach dem Zug ist es fast schon tot, oder? Also wenn man jetzt irgendwie hier vielleicht außen spielt und Schwarz das hier sichert, ja, dann hat er die schon mal alle gefangen. Dann ist halt die Frage, ob man die ganz großräumig noch abfischen kann hier irgendwie. Vielleicht sowas, sowas, sowas. Also das könnte eventuell noch interessant sein, wenn man als Weißer jetzt diese schwarzen Steine hier alle fängt. Dennoch ist das hier unten schon größer und Schwarz würde auch führen, glaube ich. So. Ja, Weiß hat dann da gespielt und Schwarz einfach da. Jetzt ist hier immer noch so ein bisschen. Also, so, so sieht es ja erstmal nicht so aus, als könnte man da noch wirklich leben. Aber ja, zum Beispiel diese Frage hier. Kann schon wieder unangenehm sein. Also wenn dann sowas kommt und auf so einen muss man dann, also würde man natürlich so antworten wollen, aber dann könnte Weiß wieder so die Sachen irgendwie anbinden, weil wenn Schwarz jetzt hier die zwei Augen nicht macht, dann könnte Weiß hier hinten Atari geben. Also da hätte man dann noch wieder ein bisschen Archi und wahrscheinlich würde das gleiche rauskommen wie eben, wo man ohne dieses Rausfangen und so ja, einfach im Zentrum gespielt hätte, um halt die letzte Hoffnung auf das Fangen dieser schwarzen Kette hier zu setzen. Ja, das hat Weiß nicht gemacht. Er hat da sofort versucht anzugreifen. Sieht auch erstmal nicht völlig aussichtslos aus. Aber mit diesen paar Ataris hier, ja, verschafft Schwarz sich da schon ganz gute Form. Und ich glaube nicht, dass die jetzt noch zu töten sind, nach dem Abtausch hier, den man ja irgendwie machen muss, um den Schnittstein hier zu verhaften. Ja, sind hier unten dann jetzt tatsächlich tot. Das war auch dann der Mord. Und hier jetzt spielt Schwarz einfach da und sagt, hier lebe ich und das reicht mir an Punkten. Und das stimmt wohl auch. Man hätte da vielleicht aber auch gar nicht spielen müssen. Die Frage ist, kann Weiß hier diese schwarze Gruppe töten?
wenn Schwarz irgendwas anderes macht. Ja, vielleicht hier noch ein Bakigashis, aber letztendlich irgendwie, was weiß ich, ein Zug da. Wie wird man die töten? Wahrscheinlich so. Und dann kann Schwarz eben hier spielen. Dann kann man natürlich als Weißer hier Atari geben. Aber letztlich muss man da auch anbinden. Sonst sind es halt zwei Augen. Und dann kann man hier nochmal gucken, ne? Ob man hier nicht rauskommt. Und so. Sieht es für mich so aus, als wären die drei wahrscheinlich gefangen. Also so geht halt nicht, weil die da zu schnell weg sind und außerdem hier oben alles kaputt ist. Und wenn man von dieser Seite Atari geben muss, ja, dann leben die halt. Frage ist natürlich, ob Weiß sowas spielen kann. Dann lebt Schwarz hiermit aber trotzdem. Und das hier oben, das sieht dann allerdings so aus, als hätte Weiß dann die Ecke gefangen, ne? Das will man natürlich auch nicht. Ja, von daher macht schon Sinn, da einfach zu leben und damit die Partie auch schon mehr oder weniger gewonnen zu haben. Ja, das hier unten war dann sozusagen der Mord. Es war hier recht instruktiv, fand ich, den Weißen da durchzulassen ruhig, weil das in diesem Fall dem Weißen gar nicht so viel bringt oder beziehungsweise dem Schwarzen hier nicht so viel Kopfzerbrechen macht, dass Weiß plötzlich hier eine Stellung hat am unteren Rand, mit der er dann eben halt nichts anzufangen weiß. Im Gegenteil, nach dem Schnitt hier wurde es dann sogar noch schwach. Von daher hätte man vielleicht auch darauf verzichten sollen, hier zu schneiden, beziehungsweise denen die Steine dann retten zu wollen. Aber dann wird es halt dann doch ziemlich viel Gebiet hier werden, ne? Ja, vielleicht trotzdem irgendwie sowas. Keine Ahnung. Sieht ein bisschen plump aus. Aber so bin ich nun mal. Und dann irgendwie hier rein und da sein Glück suchen. Vielleicht einmal weniger pushen oder so. Und jetzt schon hier rein. Das bleibt halt immer noch ein unangenehmer Punkt. Von daher weiß man nicht. Der Fehler war vielleicht vorher schon. Aber wie das oft so ist bei so kleinen Fehlern eigentlich, die dann aber die Partie in eine falsche Richtung lenken, wird es dann so nach und nach immer schlimmer. Und ja, genau so kam es hier halt aus. Ja, das war hier ein schöner kleiner Mord eigentlich, zumindest im Vergleich zu dem, was wir in der ersten Partie gesehen haben. Aber es hat halt gereicht, um die Partie zu gewinnen. Ja, und wir schauen jetzt einfach nochmal Mord Nummer 3 an, würde ich sagen. Ja, und Mord Nummer 3 stammt aus der Begegnung der Bremer Stadtdilettanten gegen Westfalen. Und hier die Partie an Brett 2 zwischen Stefan Kajcik mit Schwarz hier für Bremen. Und für Westfalen spielte Christopher Lieberum mit Weiß eben. So, bis hierhin alles ganz brav und ruhig. Ja, jetzt wird es ein bisschen kämpferischer. Und ja. Das sieht interessant aus. Wenn Weiß hier unten verteidigt, dann will Schwarz hier wahrscheinlich den Stein relativ großräumig einsacken, statt einfach nur statt A15 zum Beispiel auf E11 oder ähnliches zu spielen. Natürlich schön, wenn es klappt, aber Weiß geht da raus. Ja, macht irgendwie auch Sinn. So. Ja, hier gibt Schwarz jetzt nach. Hier hätte man eigentlich wahrscheinlich auch schon so spielen können. Weil hier kann Weiß ja wahrscheinlich nicht rausziehen, oder? Also, klar, wenn man hier blocken kann, dann müsste man mal gucken. So. Man weiß es nicht, ne? Jetzt könnte Schwarz aber eben, weil diese weißen Steine so eine gewisse Freiheitsnot haben und hier nicht unbedingt trennen können, eventuell den hier versuchen. Und wenn Schwarz dann hier blockt, dann geht ja der Zug irgendwie, um die dann doch zu schneiden. Also das ist wahrscheinlich dann okay für Schwarz. Ja. Was Weiß machen könnte, ist aber vielleicht irgendwie sowas spielen. Ne? So. Und wenn Schwarz jetzt hier spielt, dann kann man das hier machen. Und jetzt ist man da verbunden als Weißer. Das ist natürlich prima. Darum müsste dann müsste Schwarz jetzt wohl hier spielen und Weiß kann dann da spielen. Und jetzt sind die schwach, die sind schwach.
alles rennet, rettet, flüchtet. Ne? Wäre allerdings dann, denke ich, auch eine Partie. So, es kam so. Ja, und Schwarz bereitet diesen hier jetzt doch schon vor, den Zug. Und spielt den dann auch gleich, ja. Weiß, ja, greift dann jetzt eben diese Gruppe an, indem er sich selber hier eine relativ solide Basis macht. Ja, normal würde ich sagen hier, ne? Aber wenn die sich relativ schnell hier anbinden, hat Weiß vielleicht Sorge, dass das zu einfach ist für Schwarz, aber Weiß hat hier unten ja auch schon ziemlich viel profitiert. Von daher vielleicht besser so. Egal. So wird es lustiger. Jetzt kommt hier das. Und da habe ich mich schon gewundert, was hier abgeht. Klar, wenn Weiß hier spielt, dann sind diese drei Steine erstmal verloren. Aber Weiß wird wahrscheinlich diese zwei Steine verlieren. Habe mich auch gefragt, warum Schwarz nicht doch erstmal noch hier spielt. Ja gut, dann könnte der kommen. Dann gibt es das Atari noch und das hier. Dann hat man hier doch eine relativ solide Stellung und kann wahrscheinlich dann mit Zente den Rand schön ausbauen oder eben hier unten irgendwie reduzieren. Die Frage ist halt, was ist eigentlich mit der Gruppe, ne? Aber solche Fragen gab es in dieser Partie viele. War irgendwie sehr kompliziert. Ich habe sie bis jetzt noch nicht verstanden, aber sie war eben spektakulär. Und ja, Weiß spielt da oben jetzt und sperrt diese Steine ein, die jetzt aber doch einige Freiheiten haben. Ne? Also diese sechs Steine haben auch sechs Freiheiten. Da reicht es dann natürlich nicht, wenn man hier runterzieht, weil das sind nur fünf und Schwarz wäre dann sogar dran. Also biegt Weiß da um. Schwarz schneidet da rein. Und das müsste eigentlich auch reichen, um die drei da zumindest zu fangen. So, und Weiß will jetzt diese schwarze Gruppe hier wieder angreifen. Ja, es geht jetzt so ein bisschen hin und her. Das sieht eigentlich erstmal aus, als wäre es ganz gut gelungen für Weiß, ne? Ist die Frage, warum man nicht hier zumachen kann. Ich weiß es nicht. Weiß hat jedenfalls da gespielt. Okay, jetzt geht hier vielleicht doch noch wieder irgendwas in der Ecke. Aber Schwarz will jetzt erstmal irgendwie sich um die Steine kümmern. Und jetzt spielt Weiß da. Genau. Gut, es ist immer noch nur ein Auge und es sind auch nicht allzu viele Freiheiten hier mit diesem bekannten Tezuchi, ne? So, wenn er jetzt hier spielt, dann ja, sind es eben danach nur noch zwei Freiheiten. Und wenn er da nicht spielt, sondern irgendwas anderes versucht, dann kann er irgendwann dann doch diese Steine nicht mehr decken. Weiß schneidet jetzt da und Schwarz deckt hier, Weiß schlägt hier raus, so. Jetzt wird es langsam interessant hier. Schwarz spielt da, okay. Und Weiß, ja, setzt die erstmal auf Atari und spielt dann hier. Und dann da. Und jetzt sieht man, dass diese fünf Steine nicht mehr zu retten sind. Ne? So, wieder Atari. Wenn er deckt, spielt Weiß hier. Und die sind gefangen, die sind tot und die vermutlich auch noch. Und das ist dann doch schon ein ziemlich schöner Mord, ne? Was hätte Schwarz stattdessen machen sollen? Also er hätte hier vielleicht die letzte Möglichkeit gehabt, einfach hier zu spielen. Und auf den kann er ja hier schlagen, ne? Das ist allerdings auch noch kein hundertprozentiges Auge da. Also wenn Weiß dann hier spielt, dann müsste Schwarz da nochmal decken. Das ist also auch nicht schön. Ich denke, statt da zu spielen, haben wir eben gesehen, dass es hier wirklich sehr wenig Freiheiten sind für Weiß. Also selbst wenn Weiß da einwirft, sind das hier ja noch vier und das waren, glaube ich, im besten Fall drei. Hätte Schwarz also hier den spielen können.
Dann passiert das hier nicht. Auch sowas hier kann auch wieder eng werden, ne? Gut, da können wir aber den spielen. Nochmal hier. Dann passiert weiß, glaube ich, nichts. Jetzt ist halt die Frage, ob man mit denen jetzt noch Zeit hat, rauszulaufen. Wieder so eine von den genannten Fragen, ne? Die schwer zu beantworten sind. Aber ich denke schon. Und wenn die hier halt rauskommen, dann sind die noch schwach. Ja, außerdem, wenn auch nur diese drei Steine hier gefangen würden, ja, dann sind die ja schon im Prinzip tot wahrscheinlich. Also so hätte eben Schwarz wahrscheinlich alles getötet. Da er das aber hier irgendwie in der falschen Reihenfolge gespielt hat, hat plötzlich Weiß alles getötet. Ja. Also hier war die Partie dann auch schon vorbei. Ja, das hat natürlich ein bisschen den Charakter eines Tor des Monatskandidaten, aber da sind die Übergänge sowieso immer fließend. Und selbst in dieser Begegnung Westfalen gegen Bremen hatten wir da deutlich bessere Kandidaten für die Kategorie. Deswegen habe ich mit dieser hier mal die Mordschau aufgefüllt. Gut, ich hoffe, die drei Morde haben euch gefallen. Lasst gerne einen Daumen hoch da, gerne auch Abos, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Und dann gibt es jetzt noch die Zusammenfassung des Spieltags und die Abschlusstabelle der Saison. Und ja, dann sehen wir uns hoffentlich zur Zweitliga-Mordschau und zur Tor des Monats-Folge noch wieder. Und überhaupt bei jedem Video, das ich hochlade, hoffe ich. Ne? Bis dahin, macht's gut. Ciao. Und hier, wie versprochen, die Ergebnisse des 9. und letzten Spieltags im Überblick. Und die Einzelergebnisse zum Nachlesen. Die Zebra-Pinguine Berlin schlugen die Darmstädter Elche mit 6:2. Dabei war leider die Partie am letzten Brett kampflos für die Berliner. Tenuki Bonn schlug Hamburg Pauli. Da müssen wir gleich mal schauen, ob das in der Tabelle noch was geholfen hat. Ebenfalls mit 6:2. So. Westfalen 1 unterlag den Bremer Stadtdilettanten mit 2:6. Und auch hier mussten wir leider ein Brett kampflos lassen, also freilassen. Jigs schlug die Münchner Kindl mit 6:2 und ja, untermauerte damit nochmal seinen Meistertitel. Und die Münchner waren ja vorher schon als Absteiger klar. Und die Leipziger Löwen gewannen das Aufsteigerduell mit 6:2. Das Ganze führt dann zur folgenden Tabelle. Jigs mit deutlichem Abstand Erster und dahinter ist es halt sehr, sehr knapp. Aber am Ende wurden die Zebra-Pinguine Berlin Zweiter, unter anderem auch, weil die Leipziger Löwen sehr oft einzelne Bretter, ich glaube einmal auch zwei Bretter, freilassen mussten und dabei sogar einen ganzen Punktabzug hatten. Berlin Slaughter Lake auch sehr gut für einen Aufsteiger. Hamburg Pauli, die Bremer Stadtdilettanten haben sich noch weit vorgeschoben. Westfalen, Darmstädter Elche und Tenuki Bonn konnte trotz des 6:2-Erfolges die Abstiegsplätze nicht mehr verlassen.